Moin, Servus und Hallo, ja, hier ist Danny und Senpai. Ja, heute neues Kanalmitglieder Q&A für den Mai. Ihr habt uns ja mit Fragen schon wieder bombardiert, es ist der Wahnsinn. Wir versuchen es jetzt mal relativ flott zu machen. Ich stelle mich mal ganz kurz vor, ich bin Danny, ich habe über 4 Jahre in Tokio gelebt und gearbeitet. Und Senpai, wie sieht's bei dir aus? Yo, ich lebe immer noch in Tokio, arbeite jetzt hier seit 6 Jahren in IT, bin Entwickler und get up. Get up und let's go. Frage 1, geht direkt an den Senpai. Was guckst du so im Fernsehen? Gar nichts. Ich gucke kein Fernsehen und ich habe auch keine Zeit. Ich muss ja Videos schneiden für YouTube. Kenne ich, ja. Ich gucke eigentlich auch kein Fernsehen mehr, immer nur YouTube. Ich glaube, es ist so ein YouTuber-Ding. Und ja, in Japan habe ich eigentlich relativ sogar gerne Fernsehen geguckt, weil man kann ja damit sehr gut Japanisch lernen und es gibt ein paar interessante Sendungen, ja. Aber aktiv habe ich eigentlich nicht wirklich geguckt, nur halt mit dem Homestay-Papa, da kann ich später mal mehr erzählen. Aber jetzt gehen wir zur zweiten Frage. Welche traditionellen Musikinstrumente würdet ihr gerne ausprobieren? Senpai, hast du da was? Es gibt 2, die ich interessant finde. Zum einen Taiko, ne, allein schon das Spiel Taiko no Tatsujin, ja, bestes Spiel ever. Also Taiko ist auf jeden Fall sehr geil. Und in letzter Zeit habe ich mich ja so ein bisschen mehr mit Okinawa befasst. Ich finde das Instrument Sanshin ziemlich cool aus Okinawa. Das ist dieses dreiseitige Zupfinstrument. Und da gibt es dann auch im Hauptland, im Festland Japans, nenne ich mal, die Variante Shamisen. Ich glaube, Shamisen ist quasi so der Nachfolger vom Sanshin aus Okinawa, was vielleicht irgendwann mal aus China kam, keine Ahnung. Also diese dreiseitigen Zupfinstrumente, das ist auch sehr cool. Ja, Danny, gibt es bei dir irgendwas? Ja, Taiko, ja, ich hatte auch erst überlegt, welche traditionellen Instrumente kenne ich überhaupt. Und da ist mir auch nur Shamisen erstmal eingefallen, wo ich dachte, naja, könnten wir mal ein bisschen dran rumprobieren. Aber klar, da meinte Senpai, na, logischerweise Taiko. Taiko, natürlich in der Spielhalle zum Beispiel. Ich würde auch gerne mal ein originales Ding ausprobieren. Mal gucken, vielleicht ergibt sich mal die Möglichkeit, wenn ich mal wieder in Japan bin. Mal schauen. So, nächste Frage. Hattet ihr einen Hausarzt in Japan oder hast du einen Hausarzt in Japan? Senpai, wie ist das da bei dir? Ja, ich glaube, die Frage ist echt hier falsch bei mir. Ich kenne mich da echt nicht so gut aus. Ich habe dieses Hausarztprinzip noch nie wirklich verstanden, glaube ich, weil ich in Deutschland einfach zu selten beim Arzt war. Also ich habe im Prinzip einen Hausarzt in dem Sinne, es gibt hier eine Klinik um die Ecke, wo ich halt immer hingehe, wenn ich irgendwas habe. Die habe ich mir einfach ausgesucht und ich glaube, damit ist es vielleicht sowas wie mein Hausarzt, keine Ahnung. Ansonsten, die Frage ging noch ein bisschen weiter und zwar war da noch, was sind die Unterschiede zwischen deutschen und japanischen Ärzten? Und ich glaube, man kann im Prinzip 2 Sachen nennen. Waren es 2 Sachen? Also zum einen, oder 3 Sachen vielleicht. Also wenn du ankommst, musst du meistens immer irgendwas ausfüllen. Also die geben dir meistens erst so einen Fragebogen, wie geht's dir, wo drückt der Schuh, weiß der Geier. Also musst meistens am Anfang immer irgendwas ausfüllen. Also stellt euch drauf ein, wenn ihr in Japan zum Arzt geht, ihr müsst erstmal was ausfüllen. Und dann wissen die halt schon so grob irgendwie, was dein Anliegen ist. Nummer 2, am Ende müsst ihr halt bezahlen, weil man hat halt diesen 30-prozentigen Eigenanteil. Das heißt, am Ende ist immer bezahlen und selbst wenn es irgendwie nur 5 Euro sind. Und es gibt noch einen dritten Punkt, der ist ein bisschen mehr abseits vom normalen Arztbesuch. Und zwar, man hat die jährliche Gesundheitsuntersuchung, den jährlichen Gesundheitscheck quasi von der Firma befohlen. Und da gehst du dann halt in eine Klinik, die dann wirklich diesen Gesundheitscheck machen, die dich einmal rundum untersuchen. Da gibt es dann teilweise auch irgendwie, wenn du 30 plus bist, dann auch irgendwelche Magenuntersuchungen, keine Ahnung. Also je nach Alter gibt es da auch verschiedene Programme, was da alles gemacht wird. Das musst du einmal pro Jahr machen, da schickt dich die Firma hin. Und sowas kenne ich, glaube ich, aus Deutschland nicht. Und das ist auch ganz interessant, dieses Gesundheitscheck-Ergebnis wird auch der Firma mitgeteilt. Das heißt, die Firma weiß quasi, ob du gesund bist oder nicht. Und eine Sache möchte ich noch dazu erwähnen, bevor es zu lange wird. Nur noch eine Sache. Ich hatte einmal im Gesundheitscheck irgendwo so einen Punkt, wo eine Sache nicht so ganz geil war. Das ist irgendwie so, da muss man mal gucken, da muss man mal beobachten, war so da ein Punkt. Und dann habe ich tatsächlich von der Firma dann irgendwann nochmal eine Mail bekommen. Hier in deinem Gesundheitscheck war doch da und da sollst du nochmal eine Nachfolgeuntersuchung machen. Geh doch da nochmal zum Arzt und lass es nochmal checken. Und da hat wirklich dann die Firma nochmal nach mir geschaut, ob das auch alles okay ist. Und dann bin ich halt da deswegen nochmal dann zum Arzt gegangen, also dann eher so zum Hausarzt quasi. Hab da die eine Sache nochmal checken lassen. Das war dann auch wieder gut, also es war dann auch nichts Besorgniserregendes. Das habe ich wiederum der Firma mitgeteilt. Also es ist halt da ganz interessant, dass die Firma wirklich nach dir guckt. So, jetzt habe ich da viel zu gesagt, Danny, hast du noch was hinzuzufügen?
Ja, du hast eigentlich alles hinzugefügt, was ich auch hinzufügen wollte, das mit dem jährlichen Test. Also ich bin auch nicht zum Hausarzt gegangen oder ich hatte auch gar keinen Arzt, weil ich war zu geizig. Ja, ich war jung und brauchte das Geld, weil in Japan muss man ja selber bezahlen, seine Behandlungskosten zu 30%, wollte ich nicht. Aber ich bin natürlich zu diesem Firmencheck hingegangen, musste er machen tatsächlich. Und da kriegst du ja wie so ein Schulzeugnis am Ende, ja, so die ganzen Bereiche werden dann auch genotet, ja, benotet quasi, und mein Endergebnis war dann irgendwie so eine 4, ja, so ein D quasi, ja, die haben ja so das amerikanische Schulsystem. Und da war ich schon sehr geschockt von mir selbst und von meinem Lebensstil in Japan und habe da sehr, sehr stark angefangen, das auch alles ein bisschen zu hinterfragen, auch meine Arbeitsmoral und so weiter. Und ja, mehr dazu später, in irgendeinem anderen Video. Wir haben jetzt sehr viel über Ärzte geredet, also jetzt geht's zur nächsten Frage. Was kann man alles so im Kombini machen? Was haben die so für Services, Senpai? Genau, also Kombini ist halt echt eine Convenience Store, kann man eigentlich alles machen. Ein paar Sachen wurden in der Ursprungsfrage schon genannt. Man kann Geld abheben, Pakete verschieben. Es gibt in Kombinis immer diese Terminals, wo du alles Mögliche machen kannst. Da kannst du dann teilweise auch irgendwelche Event-Tickets dann einlösen oder irgendwelche Busfahrtickets oder dann eben auch so Pakete verschicken. Dann lässt du dir erst am Terminal so einen QR-Code ausdrucken, den du dann zur Kasse bringst mit dem Paket etc. Also da gibt es einiges. Man kann auch kopieren, dann musst du meistens irgendwie ein paar Cent, also ein paar Yen reinschmeißen, kannst du kopieren. Man kann sogar faxen. Also als ich vor vielen Jahren mal meine Internetleitung bestellt habe, da haben die mich tatsächlich gefragt, ob ich denen was faxen kann. Und ich so, Alter Leute, es ist eine Internetleitung und ich habe keinen Fax. Wie soll ich euch was faxen? Dann haben sie gemeint, ja, sorry, das ist halt bei uns der Ablauf. Können Sie das vielleicht nicht irgendwie beim Kombini mal uns rüber faxen? Das ist halt leider so. Dann habe ich gemeint, ja, ja, okay, ist gut. Und dann bin ich halt echt zum Kombini gegangen und habe denen irgendein Formular rüber gefaxt. Also das geht auch. Ja, Danny, habe ich noch irgendwas vergessen? Was gibt's noch beim Kombini? Ja, das Wichtigste hast du vergessen. Natürlich die Loslotterie. Ja, Takarakuji gibt's da immer. Da hast du im Regal liegen. Also man ist ja manchmal so, man geht in den Kombini, man kennt das alles noch nicht so richtig. Und dann hat man manchmal so ein Regal und da sind dann so Sachen, ja, die aber keine Preise haben. Und dann sind wir so, hä, darf ich die jetzt einfach nehmen oder kann ich die zur Kasse bringen? Nein, die gehören dann zur Loslotterie, ja. Man muss dann sich so ein Los holen und muss das dann an der Kasse bezahlen, kann dann irgendwie rubbeln oder aufmachen, keine Ahnung. Und dann steht da, ob du einen Preis gewonnen hast. Und die Preise sind die Sachen, die im Regal stehen. Deswegen haben die keinen Preis. Und ja, das ist mir am Anfang auch noch nicht so ganz bewusst gewesen, aber es ist eine coole Sache. Ja. Gibt es immer mal wieder in Kombinis verschieden. Und ja, das darf man nicht vergessen. So. Ansonsten, nächste Frage. Wie sehen japanische Bewerbungsschreiben und Bewerbungsabläufe aus? Was sagst du, Senpai? Also ich würde an der Stelle erstmal unterscheiden zwischen Bewerbung für frische Uni-Absolventen, also für noch Studenten, und Bewerbungen für Jobwechsler. Weil ich glaube, da ist ein relativ großer Unterschied. Wenn du noch auf der Uni bist und dann als Uni-Absolventen Job suchst, da gibt es ja das Shukatsu, das japanische Jobhunting, wo alles so genormt ist. Du musst erstmal deine Entry-Sheets reinschicken mit deinen Grunddaten, dann musst du vielleicht irgendwelche Tests machen, dann gibt es irgendwelche Seminare, dann hast du irgendwie 3 Bewerbungsgespräche plus minus. Und das ist halt echt ziemlich genormt und ich musste da teilweise, es hängt dann auch wiederum von der Firma ab, wie die das machen, ich musste teilweise einen handgeschriebenen Lebenslauf einreichen und dann musste ich irgendwann auch einen Lebenslauf einreichen, auch handgeschrieben, der dann aber genormt ist. Also da gibt es echt einiges, was da von euch verlangt werden kann. Beim Jobwechsel wiederum habe ich es zumindest in meiner Erfahrung relativ gechillt erlebt. Da habe ich einfach meinen Lebenslauf eingeschickt und dann hatte ich halt 2 Interviews und dann hatte ich den Job. Also das war relativ entspannt und ja, deswegen, ne, beim Jobwechsel ist das alles ein bisschen entspannter, aber beim ersten Job nach der Uni kann es ziemlich stressig sein. Danny, habe ich noch was vergessen? Nö, ich würde es nur noch mal betonen, was du gesagt hast, dass einfach dieser ganze Bewerbungsablauf extrem genormt ist. Selbst die Bewerbungsschreiben, die sind eigentlich schon vorgedruckt. Also die haben schon freie Felder und so weiter. Da steht dann drin, hier muss das rein, hier muss das rein, hier muss das rein. Und du musst es dann halt da auch da reinschreiben. Das sind meistens so nur eine Seite zum Aufklappen quasi. Und da bleibt nicht viel Platz für Kreativität und so weiter. Das wollen die auch gar nicht sehen. Sondern die wollen halt einfach nur alles schön genormt haben. Alles soll schön gleich aussehen. Und dann geht das immer tiefer in den Tunnel. Ja, dann hast du ein Bewerbungsgespräch mit dem einen Abteilungsleiter, mit dem Kleinsten. Wenn der schon mal sagt, geil, dann komm mal beim nächsten Mal vorbei. Und dann sprichst du mit den Höheren und so weiter. Also man kommt da, es ist alles extrem genormt.
also zumindest bei, also vor allem bei japanischen, klassischen japanischen Firmen. Ich meine, vielleicht in IT ist vielleicht noch ein bisschen aufgelockerter oder in internationalen Firmen allgemein ist vielleicht ein bisschen lockerer. Aber so, das ist jetzt der Hauptunterschied, würde ich jetzt mal sagen. So, die nächste Frage, die geht einfach an mich, ja. Will ich denn längere Zeit in Japan leben mal wieder? Ich habe ja jetzt schon über 4 Jahre in Japan gelebt und es reicht auch so erstmal. Und für mich sehe ich jetzt keinen Vorteil, da nochmal, ja, nochmal länger zu leben. Ich meine, Urlaub auf jeden Fall. Und die Regelungen, wenn jetzt nicht gerade Krise ist, die sind ja auch sehr, sehr human. Da kannst du sehr, sehr lange auch Urlaub machen. Das heißt, ich könnte auch einfach 3 bis 6 Monate irgendwie einfach in Japan verbringen und das ist dann halt ein Urlaub oder ist halt irgendwie, keine Ahnung, YouTube-Zeug, Videos aufnehmen und so weiter. Da muss ich dann nicht in Japan leben, da kann ich hier bequem trotzdem in Deutschland weiter vor mich hin vegetieren und dann halt immer schön Urlaub nach Japan. Also das ist so jetzt meine Ideologie, wie soll ich sagen, meine Idee davon, von längeren Aufenthalten. Okay, so, letzte Frage. Was haltet ihr davon, dass Japan nach Fukushima Atomkraft wieder einsetzt, um CO2 zu sparen? Hast du da was gehört, Senpai, oder hast du eine Meinung? Also ich habe natürlich auch gehört, nach Fukushima erstmal alles abgestellt und dann hat man halt hauptsächlich da fossile Brennstoffe und so weiter eingesetzt und dann irgendwie Öl importiert, um Strom zu erzeugen. Und dann wurden aber irgendwann teilweise die Atomkraftwerke wieder hochgefahren. Das habe ich so ganz grob mal mitbekommen. Ich bin jetzt nicht so komplett informiert und deswegen will ich eigentlich auch gar nicht zu viel dazu sagen, weil ich da nicht zu viel Ahnung von habe. Es ist natürlich, Atomkraft finde ich jetzt eigentlich nicht so geil. Das heißt, bin ich vorsichtig, aber andererseits, wenn man halt irgendwie alles mal mit Öl oder fossilen Brennstoffen generiert an Energie, ist es halt auch nicht so geil und vielleicht ein bisschen mehr alternative, erneuerbare Energien geiler, aber die so einfach mal eben einzuführen, ist wahrscheinlich auch nicht so einfach. Und wenn, also ich versuche bei solchen Themen immer erst so ein bisschen zu verstehen, woher kommt das, bevor ich da irgendwie eine Meinung zu loslasse. Und ich denke halt einfach, ne, fossile Brennstoffe zu importieren und irgendwie den meisten Energiebedarf Japans damit zu decken, ist wahrscheinlich nicht so einfach. Vermutlich hat man deswegen halt gesagt, ja komm, dann fahren wir die Atomkraftwerke halt wieder hoch, die machen schön Strom und dann die haben wir eh da stehen. Wäre zumindest meine Spekulation. Und deswegen, ja, so geil finde ich es jetzt nicht, aber was ist die bessere Antwort? Was ist die richtige Antwort? Ich weiß es halt auch nicht. Danny, weißt du es? Also, jein. So ein bisschen wie bei dir natürlich. Wir wollen natürlich auch gar keine Meinung oder so vorgeben oder sagen, ihr müsst jetzt das denken oder in Japan ist das auch wahrscheinlich nicht komplett abgeschlossen, die Diskussion natürlich. Und ich kann nur sagen, wir waren damals auch sehr Fukushima geschädigt. Also in der Uni, in der Japanologie hatten wir auch so einen Arbeitskreis und hat man irgendwie den ganzen Tag da Quellen über diese Katastrophe sozusagen ausgewertet und was die Regierung da so angestellt hat und so ein Kram. Und es war schon super, super interessant. Da ist der Tenor natürlich auch sehr negativ gegenüber Atomkraft, klar. Und man merkt jetzt aber auch, was ich auf YouTube zum Beispiel auch häufig sehe, irgendwelche Wissenschafts-YouTuber oder sowas, die jetzt immer vermehrt Videos machen darüber, von wegen, ja, ohne Atomkraft schaffen wir vielleicht gar nicht diese Klimawende, irgendwie, weil wir es gar nicht schnell genug schaffen mit den erneuerbaren Energien und so weiter und wir dann trotzdem Kohle verbrauchen und so ein Scheiß. Und dass die Diskussion immer mehr in die Richtung geht, oh verdammt, wir müssen uns da jetzt mal echt mal was überlegen, weil vielleicht geht es gar nicht ohne. Und da muss man wirklich mal intensiv drüber diskutieren. Und ja, in Japan sagt man jetzt wahrscheinlich einfach, okay, wir ziehen das jetzt einfach hoch, weil das ist jetzt erstmal das, was die Regierung für sich wahrscheinlich überlegt hat, ja. Aber wie gesagt, wir wollen hier keine Meinung vorgeben, ihr müsst da selber auch gucken und so weiter. Und ja, dann war es auch erstmal von unserer Seite aus. Haben wir relativ flott geschafft, glaube ich, die Fragen. Ich glaube, man könnte aus jeder dieser Fragen eigentlich theoretisch ein Video machen, wenn man mal so richtig ausholt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch das jetzt alles viel zu kurz war. Ja, weil wir haben das jetzt so ein bisschen Speedrun-mäßig irgendwie beantwortet, ob euch das überhaupt gefällt. Deswegen schreibt einfach mal rein, hey, nee, die Fragen bitte super intensiv beantworten ab jetzt, dann 7 Videos draus machen oder so. oder halt so wie jetzt, ja. Deswegen, ja. Semper, hast du noch ein paar letzte Worte für dieses Video zu den Zuschauern? Ja, schreibt uns gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren und was euch gefallen hat, was ihr mehr wissen wollt. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und von mir bis zum nächsten Mal. Peace. Dann ciao. Bye.